Was geht ab, Mono Z-Fighter, Hoser hier, und heute gab es auf der japanischen Version ein Versionsupdate. Wir befinden uns nun auf Version 4.1.0 und zudem kamen die mysteriösen Schlüssel hinzu, Freunde. Wir werden uns alles im Detail jetzt ansehen zum Versionsupdate, was heute hinzukam. By the way, kamen aber zu den Daten nicht neue Charaktere hinzu, heißt, wir wissen da noch nichts wegen den Movie-Charakteren, aber am Freitag, diesen Freitag geht der Movie schon los, also bin ich drauf gespannt, was die Tage noch abgeht. Jedoch ist das nicht das Thema. Thema ist heute, wie gesagt, neues Versionsupdate 4.1.0. Was kam hinzu? Ganz wichtig natürlich die Schlüssel, Freunde. Die Schlüssel. Wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr folgende Anzahl an Schlüsseln, nämlich diese. Ihr loggt euch ein und bekommt sie. Vorerst wissen wir nicht, ob oder wie man weitere Schlüssel bekommt. Aber die französischen Dataminer haben geleakt oder gemeint, dass sie so kodiert worden sind, dass sie nicht schwer zu erhalten sind. Deswegen schätze ich, dass man in Zukunft diese Schlüssel oder weitere Schlüssel, um es besser zu sagen, über Mission bekommen wird. Daily Mission, Login Mission und so und so fort. Sei es vielleicht jetzt demnächst auch zu Christmas, da wissen wir noch nicht viel. Lasst uns wissen, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr diese Anzahl an Schlüssel. Ohne um es kurz zu halten, kann man diese Schlüssel benutzen, um inaktive Events jeder Art zu spielen. Das gucken wir uns aber gleich im Detail an. Genau. So viel erstmal zu den Schlüsseln, dann gucken wir uns mal weiter an, was sich so geändert hat zum Update. Nämlich am User Interface, Freunde, wenn wir den Button anklicken, wie gewohnt, konnten wir eigentlich switchen zwischen Quest und Event. Das ist weggefallen, Freunde. Nämlich, wenn wir den Button jetzt auf dem Home-Bildschirm, den Home-Button anklicken, dann poppt Folgendes auf und wir bekommen weitere Button. Oben links gelangen wir zu den Quests, wie wir es kennen. By the way, nicht wundern, das ist quasi ein Nebenaccount von mir, wo ich einfach die News für die News poste oder erst für die News habe. Wenn wir dann draufklicken, oben rechts, kommen wir zu den Events, wie wir es haben. Hat sich nichts dran geändert, wie immer. Was aber neu hinzukam, ist Folgendes, Freunde. Bei manchen Event-Stages, wenn es dort aktuelle Missionen hat, dann könnt ihr direkt hier draufklicken und unten rechts dann seht ihr, okay, diese Missionen sind für dieses Event hier. Und so ist es ein bisschen übersichtlich auf jeden Fall. Dann wisst ihr, okay, achso, das muss ich machen hier, je nachdem. Oder um es besser zu sagen, diese Mission gehört zu dieser Stage. Und genau, das sind quasi diese gelben Schriftrollen, die zeigen euch an, welche Missionen hier erhältlich sind aktuell für die jeweiligen Events. Dann unten links haben wir das World Tournament. Wenn ihr nach unten links klickt, kommt ihr zum World Tournament Screen. Es lädt. By the way, sollten die World Tournament Preise auf JP verteilt worden sein. Unten in der Mitte kommen wir zum Battlefield. Ich kann noch nicht da rein wegen dem Account, weil er Low Level ist. Aber da haben wir jetzt Battlefield, unseren Battlefield Button. Und rechts, Freunde, ist jetzt quasi unser neuer Button, nämlich der für die Keys, für die Schlüssel. Und wie vorhin gesagt, um es wirklich kurz zu halten, kann man diese Schlüssel benutzen, um inaktive Events zu spielen. Die Tabs oben sind, wie wir es kennen, ja, Story Tab, Growth ist noch deaktiviert, da gibt es noch keine Schlüssel. Das sind quasi Events, Dokkan Event. Und ihr merkt schon, da ändert sich auch die Farbe des Schlüssels. Also jeder Schlüssel hat quasi seinen eigenen Tab, sein eigenes Gebiet, sage ich mal. Die schwarzen sind für Dokkan Events. Das hier sollte Limit sein, ist auch noch deaktiviert. Und hier haben wir Extreme Sea Battle Schlüssel, das sind die roten. Story waren die grünen und genau. Heißt, Freunde, ja, um es einfach zu sagen, könnt ihr dann diese Schlüssel benutzen, um inaktive Events zu spielen. Und da wird wahrscheinlich der ein oder andere freuen, weil schaut mal, da ist zum Beispiel auch das Arale-Event. Diejenigen, die das nicht gemacht haben oder nicht machen konnten, weil sie damals so gar nicht gespielt haben, die können das Arale-Event machen. Wie immer, Freunde, das ist zwar inaktiv, aber durch die Schlüssel könnt ihr quasi das Event machen. Wenn ihr auf Stage 1 klickt, dann steht ihr dran, okay, für Normal braucht ihr einen Schlüssel, für Ziad braucht ihr zwei Schlüssel, klickt ihr drauf, dann verschwendet ihr quasi zwei Schlüssel, um dieses Event machen zu können. Ganz simpel, ganz einfach, was mit den Schlüsseln zu tun hat, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr euch einladet, bekommt ihr erstmal diese Anzahl an Schlüsseln, die wir haben. Und ansonsten denke ich, dass wir auf jeden Fall in der Zukunft noch mehrere bekommen werden. Ist wirklich, finde ich cool, finde ich wirklich cool, weil zum Beispiel auch, es gibt auch viele, die oft kennen wir es, ja, Virus, man hat Virus gezogen oder man hat Bojack gezogen, aber die Story-Events sind nicht online, tralala, dies ist nicht online, jenes ist nicht online, Talis-Medaillen sind nicht online und so fort, das könnt ihr jetzt alles mit den Keys machen, Freunde, alles mit den Keys könnt ihr euch abchecken hier bei dem Key-Section, welche Events hier bei den Inaktiven sind, welche ihr euch dementsprechend, welche ihr machen könnt. Zum Beispiel C21 ist auch am Start. Ich habe gerade geguckt, ob das Crossover-Event von Doflamingo da ist, aber ich glaube, das sollte dann vielleicht noch hinzukommen in eines der anderen Tabs. In Limit-Tab oder sowas, Special-Tab, keine Ahnung. Jedenfalls sind das folgende Story, inaktive Tabs, die da sind. Ja, Yamcha-Event ist auch da, könnt ihr auch machen. Ja, müsst ihr einen Key dafür verbrauchen. Außerhalb davon haben wir dann, Freunde, ja, um es wirklich kurz zu sagen, das ist das, was es zu sagen gibt zu den Keys.
Trotzdem sind natürlich die Daily-Routinen immer noch da. Ja, die gewissen Events erscheinen immer noch zu ihren Tagen. Montag AGL, Dienstag Tag, Mittwoch Int und so und so fort, Freunde. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Arelis, so können zum Beispiel könnt ihr auch machen. Ihr müsst jetzt hierfür. Wie viele Keys sind das an der Stelle? Zwei von den schwarzen Keys und so und so fort, Freunde. Ich glaube, ihr habt die Message verstanden von den Keys. Es gibt halt wirklich nicht so viel dazu zu sagen. Ihr könnt es einfach nutzen, um inaktive Events zu machen. Finde ich cool. Was habt ihr davon? Lasst mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Ich finde es wirklich eine coole Änderung, weil, wie gesagt, man muss vielleicht ewig warten, bis man irgendwas zurückkommt und kann im Austausch dieser Schlüssel dann quasi die jeweiligen Events machen. Was noch ganz kurz geändert hat, Freunde, und falls ich irgendwas verändert habe, was zum Update neu hinzukam, dann lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, ist der unsere Missions-Section. Hier kamen dann oben hier die Daily-Missionen rein. Da werden immer gelistet, was die Daily-Missionen dieses Tages sind. Und ja, es wurde ein bisschen, glaube ich, vom Design her ein bisschen angepasst, um ehrlich zu sein. Es sieht ein bisschen smoother aus, ein bisschen moderner. Aber das war es auch schon eigentlich, Freunde, zu dem JP-Update. Wie gesagt, wenn ich irgendwas vergessen habe, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Aber ich sehe schon nämlich, ich habe meine Twitter-Page hier offen. Und da habe ich eine Sache vergessen, was auch noch hinzugefügt wurde, was auf Twitter damals veröffentlicht wurde, ist Folgendes. Man kann jetzt mehrere Kategorien wählen. Und da werden dann die Charaktere aus den gewählten Kategorien angezeigt. Hier wurden drei Kategorien gewählt. Ja, ich habe jetzt die Charaktere nicht. Aber da haben dann viele spekuliert, könnte das heißen, dass wir Dual-Kategorie-Leader-Skill bekommen mit dem neuen Gogeta und Broly? Zum Beispiel, dass, keine Ahnung, Broly, Pure Saints und Movie-Boss-Charakteren so und so Leader-Skill gibt? Weiß nicht, Freunde. Aber coole Spekulation auf jeden Fall von der Community. Ich weiß nicht. Es ist wirklich eine interessante und berechtigte Frage. Ich meine, die Tage werden wir dann schlauer, sicherlich, hoffentlich. Aber wenn ihr mich so fragt, was ich davon halte, es wäre zwar eine Abwechslung, aber ich finde auch, irgendwie wäre es irgendwie auch einfallslos. So. Also nicht falsch, aber wisst ihr, was ich meine? Wow, jetzt haben wir neue Kartulier-Skill, die geben 2. Heißt die älteren Kartulier, die sind einfach gestorben wieder, so ausgestorben, weg mit denen. Mehr oder weniger. Ich habe mir dazu nicht viele Gedanken gemacht. Ist natürlich auch cool, ich will das nicht schlecht reden. Wenn es so kommen könnte, wäre es natürlich auch cool, so ist nicht. Aber dann ist halt die Frage, wie sehen die Boosts aus, ne? Das muss man dann schon ein bisschen einschränken, dass die Boosts dann geringer sind als die anderen Solo-Kategorien oder sowas. Ich will da nicht so viel spekulieren, Freunde. Wie gesagt, das ist einfach nur Spekulation von der Community. Ich wollte es vielleicht euch weitergeben und da könnt ihr auch gerne eure wissen lassen, was ihr darüber denkt. Ansonsten hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.